Hey ihr lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, viel Regen und jetzt schwüle Wärme und irgendwie ist mein Rasen hier voller Ameisen und ich muss das Problem jetzt in den Griff kriegen. Da gibt es zwei Hausmittel, die helfen. Eins empfehle ich nicht so, das andere kann ich euch aber wärmsten empfehlen. Und welches das ist, das zeige ich euch jetzt. So, Hausmittel Nummer 1, das wäre Backpulver, ja. Das würdet ihr einfach auf das Ameisennest streuen. Es ist jetzt nicht so, wie viele Mythen das erklären oder sagen, dass eben die Ameisen das Backpulver auffressen und klatzen. Das passiert nicht. Was allerdings passiert, das Backpulver sorgt dafür, dass der pH-Wert der Ameisen durcheinander gerät vielmehr. Und dadurch gehen die Ameisen dann ein. Wer also Ameisen komplett loswerden will, der kann dazu greifen. Ich greife zum anderen Mittel, das die Ameisen zum Umziehen zwingt und eben nicht erledigt. Ja, ihr Lieben, das ist bei mir der gute Kaffeesatz. Ja, wie mit dem Backpulver auch, streue ich den einfach hier auf das Ameisennest drauf. Und zwar ruhig schon schön großzügig. Backpulver macht jetzt den Rasen auch nicht kaputt, Kaffeesatz auch nicht, also da schon mal keine Angst. Wie wirkt jetzt der Kaffeesatz? Diese Duftstoffe vom Kaffeesatz, die da ausgehen. Für uns ist es ja ganz angenehm, aber für die Ameisen nicht, die mögen das nicht. Und somit werden sie sich hier einen anderen Ort suchen und den weitläufig umgehen, sage ich mal. Und dann müsst ihr jetzt mal schauen, ob er dann das Glück habt, dass die hier vielleicht ins Gebüsch ziehen oder sowas. Wenn sie natürlich weiterhin überall auf der Rasenfläche siedeln, ist das ein bisschen blöd. Dann ist man fast schon wieder dazu geneigt, Backpulver zu nehmen. Aber ich habe noch einen anderen Tipp für euch. Und zwar habe ich euch den mal hier verlinkt. Da kann man nämlich Ameisen umsiedeln. Das geht auch ganz gut. Und wenn man nicht zu viele Nester im Rasen hatte, sollte man vielleicht das noch ausprobieren. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, insofern das nicht eh schon tut. Bis zum nächsten Mal.